Die USA haben im Fall Khashoggi Einreisesperren gegen 21 saudische Verdächtige verhängt. US-Außenminister Pompeo betonte, die Maßnahmen seien noch nicht das letzte Wort. Präsident Trump sprach von einer der schlechtesten Vertuschungsaktionen der Geschichte. Nach offizieller Darstellung aus Riad starb der Journalist Khashoggi während einer Schlägerei im Konsulat in Istanbul. Die Hungersnot im Jemen könnte bald die Hälfte der Bevölkerung betreffen. UN-Nothilfekoordinator Lowcock bezeichnete die Lage in dem Bürgerkriegsland als schockierend. Rund 14 Millionen Menschen seien von Hunger bedroht. Man brauche dringend eine humanitäre Feuerpause und mehr Geld für Hilfslieferungen. Bei einem Rolltreppenunfall in einer U-Bahn-Station in Rom sind 24 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Den Behörden zufolge handelt es sich vor allem um russische Fußballfans. Laut Augenzeugen sollen sie vor dem Unglück auf der Rolltreppe gesprungen sein. Wirbelsturm Villa hat mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde den Nordwesten Mexikos erreicht. Die Behörden hatten zuvor tausende Bewohner in Sicherheit gebracht. Villa hatte über dem Pazifik an Stärke verloren. Alle wichtigen Nachrichten des Tages finden Sie auch in der MDR Aktuell App. Heute zunächst noch Schauer und kräftiger Wind, später freundlicher bei maximal 8 bis 13 Grad.